Hey Leute und willkommen zurück bei Let's Play Octodad. So, es geht jetzt hier direkt weiter. Ich hoffe, die Szene mit dem Hai geht jetzt nicht mehr ganz so lang. Ich muss erstmal wieder drücken, drücken, drücken. RB, ich hasse das. Schlimmste Stelle. So, erstmal voll aufladen. Wow, dann funktioniert das auch. Da ist er wieder. Ich habe es sehr laut auf meinen Ohren. Merke ich gerade. Wow. Nein, der kommt ja immer noch. Der kommt ja immer noch mit. Ist er weg? Sind hier nur noch die Wale? Oh, wie cool. Yay. Ach, toll. Das finde ich gerade echt cool. Wo schwimmt er hin? Achso, er schwimmt jetzt erstmal hier noch rum. Oh nein, ins nächste Rohr. Und hier oben wieder raus. Ich muss es mal eben kurz ein bisschen leiser machen. Ich habe es echt sehr laut. So, und nu? Oh. Kids, have you seen your father? It's almost closing time. Where could he be? No, no. I saw him go in a weird door. Another mystery. Well, we'll wait as long as we can. Oh. Excuse me, ma'am? It's that weirdo! I have bad news about your husband. Don't trust him! Have we met? Wait. I've seen you. Are you an old friend of my husband's? What can you tell me about him? Everything! You must come with me to cafeteria! Come on, Stacy. What? Wait! Oh, wie gemein! Jetzt mache ich ernst, Blubber. Okay. Ja, ich denke, dass auf dem Schiff war dann wohl, ja, dass wir die beiden sich tatsächlich kennengelernt haben, oder? Gehe ich mal davon aus. Gehe ich mal davon aus. Gehe zur Cafeteria. Okay, ich bin eine Oktoröhre, oder was? Ah, ich kann sie auch loslassen. Okay. So. Und die haben ihn gerade nicht erkannt. Na, die haben sich... falsche Seite. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, nein, das ist ja nur ein Oktopus. Das kann doch niemals unser liebender Vater und Ehemann sein. Sind wir hier richtig? Also die Cafeteria ist es nicht. Es ist dieser Souvenirshop, aber... Was? Finde den Schlüssel zum Andenkenladen. Okay. Ja, der wird ja vermutlich... Oh, ich mache hier Randale. Der wird ja vermutlich irgendwie hinter der Theke liegen, oder? Kann ich mir jetzt vorstellen, in der Kasse vielleicht? Moment. Sie macht auf jeden Fall... Oh, schöne Geräusche. Hat das keine Schublade, die wir öffnen können oder so? Nee, schade. Schade, schade. Ich merke übrigens gerade... Moment mal eben. Jetzt habe ich schon meinen wunderbaren Stuhl seit einiger Zeit und jetzt habe ich den gerade falsch eingestellt. So, jetzt geht's aber. Weiter geht's. Wo ist denn hier bitte ein Schlüssel? Ist der vielleicht... Moment, Moment. Da drin irgendwo? Ah, oder hier in der Kiste. Pass mal auf, da liegt so viel drin. Können wir die auskippen? Hallo, lässt du das mal bitte los? Soll's da rein... Ah, er kippt es tatsächlich aus. Aber es sieht nicht so aus, als wäre da ein Schlüssel drin. Was hat denn da jetzt gerade so Pling gemacht? War das die Kasse? Nee, der ist da nicht drin. Schaut mal, da sind doch nur... Nee, da sind nur rosa Delfine. Hat die Kasse gerade komisch Pling gemacht? Hörte sich so an, ne? Na gut, sie macht die ganze Zeit Pling. Können wir die nochmal aufstellen? Nee. Was? Wo versteckt man denn bitte in einem Souvenirladen einen Schlüssel? Also, ich bin irritiert. Shirts... Oh. Shirts Ahoy. Blup, weg damit. Wahrscheinlich müssen wir hier echt alles umräumen. Was ist da drin? Auch nur ein Fisch. Okay. Ja, weg damit. Kannst du nicht mal das ganze Regal... Geht das nicht? Das ganze Brett da rausnehmen? Nee, ich glaube nicht. Nee, schlupp. T-Shirt raus. T-Shirt raus. Blub. T-Shirt raus. Ne. Das bringt es nicht. Da auch nicht. Wahrscheinlich ist es aber genauso gewollt, dass wir hier komplett alles ausräumen. Dann irgendwann mit viel Glück mal den Schlüssel finden. Nein. Lass es los.
Nein! Okay, ich glaube, das wird nix. Da unten nochmal. Dann die beiden hier nochmal. Weg damit. Weg damit. Okay, und da oben war es auch nicht, ne? Wo soll denn hier ein Schlüssel sein? Moment, was liegt hier? Auch nur ein T-Shirt oder so. Eine wunderbare Seeschlange, da würde sich... Ah, da ist er! Da ist er, aber die Seeschlange würde sich ja die Scarlett bestimmt freuen. Zumindest die ersten 2 Minuten, bis sie die Seeschlange dann wegwirft. Entriegle die Tür. Okay, das heißt, ich muss meinen Arm jetzt... Ah. Oh, klappt besser als erwartet. So, gehe zur Cafeteria. Ich sehe da vorne doch einen stehen. Einen Wissenschaftler. Lässt du das mal bitte los? Dankeschön. Schleiche dich vorbei, finde eine Angestelltenuniform. Ach du Scheiße. Okay. Kann ich hier irgendwo noch raus oder weiter? Nee, ne? Finde eine Angestelltenuniform. Ja, ich könnte mir jetzt vorstellen... Oh nein. Oh nein, müssen wir da hoch? Das sieht so aus, als würde da oben was liegen. Ich hasse Leitern. Leitern sind das Schlimmste. Das klappt erstaunlich. Das klappt erstaunlich nicht gut. Nein, stopp, stopp. Den hoch. Sehr schön. Das ist aber... Das ist aber keine Angestelltenuniform. Wow. Werden die da irgendwie aufmerksam? Kann ich da oben hoch? Oh, shit, shit. Wo soll ich denn Angestelltenuniform? Da ist auf jeden Fall... Ah, Moment, Moment, Moment. Ich möchte gerne hier rein. Schaut mal. Ich sehe mich gerade nicht. Hänge ich irgendwo fest? Ah, da bin ich. Okay. Ich muss bestimmt... Passt auf, die Brille hier. Ich muss mir bestimmt die Brille schnappen. Oder? Ach, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt die Brille aufsetzen und dann hier die Kiste irgendwie näher untersuchen. Da muss ich aber erstmal hinkommen, ne? Nein. Nein. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an die Stromkabel. Wo ich auch ein wenig festhing. Nein. Oh Gott. Nee, Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Gibt es nicht eine Möglichkeit... Gibt es nicht eine Möglichkeit, hier relativ easy rüberzukommen? So nämlich. Ach, ja, jetzt kapiere ich es, Leute. Jetzt kapiere ich es. Ich hätte das von oben. Oh, klar. Ich brauche die Brechstange. Das hier wird mir nicht helfen, ne? Nee. Ich brauche die Brechstange von oben. Entweder muss ich die drauffallen lassen. Oder aber... Ich muss die tatsächlich in der Hand im Tentakel behalten. Hoch. Nein. Nein, das war zu weit. Moment, Moment. Ja, schön machst du das. Nein. Nein, nicht so ganz. Nicht so ganz. Nein, nein. Einmal durchatmen. Auch der Octodad darf einmal durchatmen. Und dann versuchen wir es nochmal. Nein, 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 nein. Also, Moment. Stopp, stopp, stopp. Stopp, 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 mein Lieber. Wir stellen uns erstmal mit beiden Füßen, Beinen, Tentakeln in eine gute Position. So, und jetzt ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Das hat doch gerade... Wow, wow, wow. Einigermaßen... Nein, nimm den anderen, nimm den anderen. Einigermaßen gut funktioniert. So, wir haben es geschafft. Jo. Finde eine Angestelltenuniform. Voll am Randalieren und das hören die nicht, oder was? Oh Gott. Was soll das sein? Das ist keine Angestelltenuniform. Was? Was zur Hölle soll das sein? Was ist hier drin? Ist da überhaupt was drin? Was ist da unten noch? Stopp, stopp, stopp. Ist das überhaupt irgendwas? Moment. Brechstange? Was? Pass mal auf, ich drücke jetzt mal hier irgendwelche Knöpfe. Okay, part of amazing beluga whales will dance for you. Das interessiert mich nicht, wann die für mich tanzen.
Ich möchte die Uniform. Was zur Hölle ist das hier? Was? Das sind Haare, Leute. Das sind Haare. Das ist eine Perücke. Okay, jetzt noch die Brille. Nee. Doch. Nee. Was? Das ist ziemlich undurchsichtig gerade, oder? Oder meine ich das nur... Ist das die... Nein, da ist die Angestelltenuniform drin, ne? Ich muss sie nur... Nee, das ist die nicht. Das ist sie. Why is that? So I can tap on the tanks and not look like a hypocrite. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Komm her. Also, wie bekomme ich die jetzt? Wie bekomme ich die jetzt? Ich muss den Wagen entweder umkippen. Shit. Shit, wie bekomme ich sie? Wie kippe ich den... Wie kippe ich den Wagen am besten um? Okay, okay, okay. Oh nein! Oh Gott! Also man muss echt sagen, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Kipp das mal... Genau. Vielleicht... Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, dass das Spiel extrem den Schwierigkeitsgrad angezogen hat. Also finde ich jetzt total... So, lass los und jetzt gehen wir vorsichtig... Oh! Gehen wir vorsichtig da... Nehmen Sie doch! Nein! Da ist die... Boah, alter Falter. Also, schleiche dich in die Damentoilette. Aber heißt, ich kann jetzt erstmal an denen vorbei und dann... Do you think fish feel? The sea has no feelings. What? Ich gehe lieber hier durch, weil ich mir gerade... Ach nee, da hinten ist nicht auf, ne? Weil ich mir gerade nicht sicher bin. Schleiche dich in die Damentoilette, aber ich bin jetzt verkleidet. Also schleichen, weil es die Damentoilette ist. Aren't you on bathroom duty? I'm just saying it's theoretically possible. If one of them could figure out how to breathe, they could walk among us and we'd never know. Okay. For the last time, a jellyfish couldn't raise a human family. Ich gehe da jetzt einfach rein, ne? While you're in there, do you mind unclogging the toilet? Ja, ja, ich mache hier die verstopfte Toilette sauber, ist klar. Wir könnten ja generell mal schauen, ob hier noch irgendwas ist. Vielleicht noch eine coole Krawatte oder so. Ich mache doch jetzt nicht das Klo sauber, oder? Mit dem Pömpel hier. Ich meine, das wird doch... Oh Gott. Nein, ich glaube, das lassen wir lieber. Das lassen wir. Oh mein Gott, wir sind so perfekt... Wir sind so perfekt verkleidet. Wie komme ich hier weiter? Ach so. Au, der Arme. You hear something coming from the break room? Nö. It's probably just Joe. Ja, ja, das ist Joe. So. Okay. Was haben wir hier? Löse einen Alarm aus. Okay. Wollen wir für den Alarm einfach mal einen Toaster in die Mikrowelle stecken? Geht das? Rein! Rein damit. Rein damit. So, mach zu. Es geht sogar. Nice. Okay, this is ridiculous. Joe, oh Gott, ich muss... Go in there and make sure he's all right. Oh nein, muss ich da oben hoch? Aber nicht auf Zeit, ne? Verlasse den Pausenraum. Man hat ja Glück, dass es unten immer so ein bisschen angezeigt wird. Ich sitze gerade breitbeinig auf der Mikrowelle. Ich hoffe, das ist in Ordnung, ne? Oh, nein. Geh rein, geh rein. Zieh dich... Wow. Wow, ist das... Wow, ist das schwer. Zieh dich rein. Kannst du nicht irgendwas... Oh! Alter! Geh zur Cafeteria! Ach, jetzt kapier ich das. Jetzt kapier... Okay, jetzt kapier ich das. Jetzt sind die... Oh Gott, mit den Tentakeln im Klo. Boah, man hat auch manchmal mehr Glück als Verstand, ne? Jetzt sind die Typen da weg, oder wie sieht's aus? Und wir können... Wow! Ja! Wow! Das ist ja krass! Ich kann mich gar nicht bewegen. Nice. Das ist lustig. Das ist... Okay. Nein, nicht schon wieder anmachen, bitte.
Nein, der Kopf so. Nein, lass uns hier weg. Lass uns hier weg, bitte. Oh. So, Gott sei Dank. Raus hier. So, raus hier. So, raus aus der Gentleman-Toilette. Und hier durch, oder? Unbelievable. He makes this huge mess, then splits. Okay, give Joe a break. He probably had to get home to his wife and... Ah, the day is done. Time to head home. Ah, okay. Like always. Oh, der Arme. Oh, der Arme. So, wir müssen uns also verkleiden. Oh Gott, Entschuldigung, nein. TV dinner. Probably fish sticks. Puh, Glück gehabt. Glück gehabt. Okay, hat er nicht gehört? Sehr schön. Den Kopf haben wir schon mal. You don't have what it takes to fill my shoes. Vor allem, es sieht, ja, es sieht einfach gut aus, ne? Es sieht aus wie ein Hai. So, Cafeteria ist oben, über der... Kelp, I'm wet! What are you doing? Do I have to come down there and show you how it's done? Moment. Da ist eine Leiter. World of Kelp. Hier steht einer. Sorge für Chaos. Ach du Scheiße. Okay. Die sehen mich nicht, ne? Wenn ich hier runterkomme. Also ich meine, ich bin jetzt auch verkleidet. Dürfte ja eigentlich kein großes Problem sein. Okay, Moment. Sorge für Chaos. Wie sorgen wir am besten für Chaos? Oh. That guy really loves his job. You're so clumsy. Do you have butterfish fingers? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Müssen wir jetzt den oben da irgendwo ablenken? I suppose we should wait for the others to move. I sure hope nothing happens to this giant pane of glass. Hello, Joe. What a character. Wow, ich versuche jetzt gerade einfach mal. Joe, are you out of your mind? Okay. Voll erschrocken. Ich versuche jetzt einfach mal hier oben hochzugehen und zu gucken, was mit dem Typen hier ist. Can't you see I'm busy? Aber was machst du? Was steht da? Irgendwas mit Turn. Ich würde gerne wissen, was da steht. Trey Return? Ja, was soll ich denn hier noch für Chaos machen? Da ist noch so eine Glasscheibe. I know you're in that tank somewhere, Leafy Sea Dragon. You can't hide forever. Pass auf, wir machen erstmal. I will expose you, Leafy Sea Dragon. Gut, ich versuche jetzt erstmal alle Gläser hier zu zerstören, aber das hier kann ich nicht kaputt. Ah doch. Quit seahorsing around down there. Okay. On the count of three. Ah, die legen jetzt los hier. Two. Moment, wait. Moment, Moment. My shoes untied. Nope. Was habe ich hier überhaupt vor? Ich raff das gerade nicht so. Muss ich das in das große Becken hier schieben, oder? Sorge weiterhin für Chaos. Okay, Moment. Vielleicht sollte ich, aus welchen Gründen auch immer, echt mal hier hochgehen, auch wenn das wieder eine Qual wird. Moment. Nein. Bisschen näher. Bisschen näher dran. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist der richtig? Ja, der hängt fest. Das ist gut. Der hängt auch fest. Oh nein, der hängt nicht fest. Hä, was bringt mir das, hier oben zu sein? Nein! Nein, nein! Oh Gott, bitte. Nicht nochmal, bitte. Nicht noch... Oh, ich hasse das Spiel. Ich hasse es einfach so sehr. Ich weiß nicht, was ich da oben soll. Ich weiß nicht, was ich da oben soll. Von daher gehe ich da nicht hin. Also bei ihm hier habe ich das jetzt durchgebrochen, ne? Ah, hier ist noch eins. Okay, pass auf. Wow. Noch ein bisschen mehr Chaos. Okay. Okay, Moment, Moment. Das hat... Lass mal bitte die Glasscherbe los. Das hat 100 Pro was mit dem Baumstamm hier zu tun. Ich weiß nur nicht. Ah. Ah,
Moment. Kann ich die Kiste irgendwie weghauen? Nee. Kann ich den Baumstamm hochheben? Pass mal auf. Moment. Den Baumstamm hochheben und den ins Becken hier? Ich weiß halt leider voll nicht, was zu tun ist. Noch ein bisschen mehr Chaos. Kann ich dem mal eine hauen hier, dem Typen? Ich kann das nicht umkippen. Was zur Hölle? Ja, kipp es um, kipp es um. Kipp es um. Nee. Nee. Was muss ich tun, Leute? Ich weiß nicht, was zu tun ist. Noch ein bisschen mehr Chaos. Ich kann das nicht... Warte, so? Hä? Die zwei machen doch nichts mehr. Er hat vorhin gesagt, mein Schnürsenkel? Muss ich mit einem Ball? Ist jetzt auch eine doofe Idee. Mit einem Ball da oben hoch? Ich glaube, das werde ich jetzt gerade nochmal ausprobieren. Nein. Nein. Das Spiel bringt einen echt an die Grenzen teilweise. Ich gehe da jetzt ohne Ball hoch. Nein. Nein. Also das ist echt so ein Spiel, wenn man sich schnell und leicht aufregen möchte, dann ist das hier perfekt. Nein. Nein. Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.